Ja, servus Leute. Ich bin mal wieder am Rhönhof in Eichenzell, diesmal mit dem MG4 Standard. Ich hoffe, ihr könnt ihn hinter mir sehen. Das ist also der MG4 mit dem kleineren Akku. Und ich möchte heute mal schauen, wie der Verbrauch von dem Auto auf der Autobahn aussieht. Ich werde jetzt also zwei Runden drehen auf einem Standardabschnitt, den ich immer fahre. Einmal mit 100 km/h, einmal mit 130 km/h und dann jeweils bis 80% aufladen, um dann nachher zu ermitteln, wie viel das Auto laut Ladesäule tatsächlich an Strom verbraucht hat. Jetzt müssen wir initial natürlich erstmal auf 80% aufladen und dann geht es auf die 130er-Runde. Die werde ich diesmal zuerst fahren, weil der Verkehr jetzt noch nicht so dicht sein dürfte. Also, legen wir mal los. Also einmal Klappe auf, rein damit, gerade davor. Es rappelt, er sollte also jetzt anfangen zu laden. Aha, also das hat schon mal nicht funktioniert, das hat er abgebrochen. Also neuer Versuch. Nochmal freigeben. Zahlung akzeptiert, er müsste eigentlich anfangen zu laden. Okay, jetzt beim zweiten Mal hat er es genommen, jetzt fängt er an zu laden. Als Bereifung haben wir Premium-Kontakt in der Größe 215 50 R17 und hinten haben wir genau das gleiche, auch 215 50 R17. So, wir sind bei 79% angekommen, wir werden genau bei 80% stoppen. 79, 80, Stopp, einmal abstecken, wenn es denn ginge. Jetzt geht's, wo wir aufgeschlossen haben. Wunderbar. Zurück damit. Die App werde ich natürlich auch jeweils mitlaufen lassen, damit wir immer auch die Daten davon haben, um es vergleichen zu können. Also ihr seht, jetzt eben gerade ist er von 80 auf 79% runtergefallen. Wir haben also auf 80% geladen. Das sollte passen. Die Klima ist noch aus. Dass das jetzt an einem Start direkt auf 79 runterfällt, das ist dann halt so. Auch zur Info für euch, wir haben laut Anzeige 21,5 Grad draußen. Es dürften aber eher so 19, knapp 20 Grad sein. Ich werde jetzt also auch die Klima anmachen. Stell die Klima auf 21 Grad, so wie wir das meistens machen. Und den Lüfter habe ich jetzt mal auf 2 runtergestellt. Also ihr seht das hier. Wir fahren im Normalmodus, dass es direkt auf 79% wieder gefallen ist, habe ich euch ja schon gezeigt. Ja, und jetzt kann es losgehen. Auf geht's! So, wir kommen wieder auf die Autobahn. Jetzt die 130er-Runde mache ich diesmal als erstes, weil jetzt der Verkehr noch relativ dünn sein dürfte, bevor das hier richtig zunimmt. Machen wir lieber die 130er vorher. Ich stelle jetzt den Tempomaten auf 133. So, 132, 133. Und so fahren wir jetzt dahin. Also Leute, wir fahren jetzt einen kurzen Stau vor dem Tunnel. Das heißt, ich werde die Strava kurz pausieren, damit das nicht auf den Schnitt geht. Aber auf den Verbrauch dürfte es kaum Auswirkungen haben. Das ist nicht lang, das sind nur ein paar Meter. Und wenn die alle auf der Spur sind, sollte es auch kein Problem mehr sein. So, wir kommen jetzt aus dem Tunnel raus. Ja, und da sind die Hütchen zu Ende. Also jetzt passt wieder, ich kann wieder 130 fahren. Also von daher gehe ich nicht davon aus, dass der MG jetzt hier einen riesen Vorteil hatte. Wir machen also weiter. So, wir sind wieder in Eichenzell angekommen. Ihr habt es gesehen, im Tunnel gab es ein kleines Problem. Aber ich denke, das hat sich auf den Verbrauch jetzt nicht wirklich großartig ausgewirkt. Denn durch den Tunnel fährt man ja sowieso nur mit 80 und das auch meistens bergab und nur hinten rauf wieder hoch. Die Klima lief jetzt ein bisschen länger. Also ich denke mal, das gleicht sich aus. Das dürfte auf den Durchschnittsverbrauch keine großartigen Auswirkungen haben. Hier vorne werde ich die GPS-Aufzeichnung wieder ausschalten und dann haben wir die Daten auch. Okay Leute, wir sind wieder angekommen. Jetzt wird wieder auf 80% geladen und dann wissen wir schon mal, was wir in der Runde an Strom verbraucht haben. Okay Freunde, wir sind angekommen mit 52% im Akku. Ich habe jetzt schon die Klima wieder ausgemacht, hier nachdem ich angehalten habe. Und der Bordcomputer zeigt jetzt 40 Minuten, den habe ich natürlich nicht pausiert, ne? Aber wir haben die 58 Kilometer, 23,3 Kilowattstunden jetzt laut Bordcomputer. Und jetzt werde ich das Auto anschließen und dann schauen wir mal, was die Ladesäule hergibt. Gerade davor. Mal schauen, ob er jetzt lädt. Erfolgreich, akzeptiert. Er hat geblinkt, warum auch immer. Mal sehen, ob er jetzt lädt.
Nein, das hat nicht funktioniert. Ende, Kabel entnehmen. So, ich habe jetzt nochmal umgeparkt zu einer der neuen Säulen. Vielleicht läuft es jetzt ja besser. Vorbereitung zum Laden, baue Kommunikation zum Auto auf. Das hatten wir ja gerade an der anderen auch schon. Mal sehen, ob er hier jetzt anfängt zu laden. Jetzt Leder. Das ist ja erstaunlich. Okay, Gott sei Dank, jetzt Leder. Nach zweimaligem Säulenwechsel scheint es jetzt zu funktionieren. Okay, wir sind bei 79%. Ich hoffe, man kann ein bisschen was erkennen. Und haben Laden noch mit 33 kW, haben jetzt 14 Kilowattstunden nachgeladen. Das heißt also, wir wissen nicht genau die Nachkommastellen. Das ist, laden wir noch mit 27 kW und 80. Stopp. Es zeigt jetzt also 15 Kilowattstunden an. Wir gehen mal davon aus, ich rechne das aus mit 27 kW, den Zeitraum, und da komme ich ziemlich dicht an den tatsächlichen Verbrauch. Da werde ich mir also was ausdenken, damit ich das möglichst passend habe. So, hier seht ihr das auch nochmal. Charging Time 18 Minuten. Ah, jetzt ist schon ausgeblendet. Okay, dann geht es jetzt auf die 100er Runde. So Leute, wir kommen wieder auf die Autobahn, diesmal zur 100er Runde. Die 130er ist ja ein bisschen holprig verlaufen, aber ich hoffe trotzdem, valide Daten da rauszubekommen. Jetzt, wie gesagt, fahren wir mit 100. Ich stelle den Tempomaten auf 103, damit wir dann auch laut GPS rund 100 km/h gefahren sind. So, 103. Wunderbar, haben wir. So, wir kommen jetzt hier vorne wieder in diese Umleitung auf eine Spur. Das Ganze ist jetzt auch ein bisschen länger geworden, also ich schätze mal 300, 400 Meter mehr. Sollte sich aber auf den Verbrauch nicht großartig auswirken. Okay Leute, wir sind wieder angekommen. Kleiner Stau, der aber keine großartige Auswirkung aufs Ergebnis hat. Die 100er Runde ist zu Ende. Wir sind jetzt bei 16,5 Kilowattstunden. Ich hatte 16,7 Kilowattstunden prognostiziert. Also das passt für mich, ist alles im plausiblen Bereich. Wir werden vor einer Ampel wieder die GPS-Messung stoppen und dann laden wir wieder auf 80%. Und ich probiere es jetzt nochmal an einer der anderen Säulen, die auch die Nachkommastellen anzeigen, damit wir da dann auch nochmal per Display sehen, dass das Ergebnis passt. Mal sehen, ob ich die Ladung zum Laufen bringe. Wird spannend. Wir sind angekommen jetzt mit 16,2 Kilowattstunden. Die Minuten sind natürlich etwas länger hier im Bordcomputer, weil wir halt im Stau kurz gestanden haben. Wir haben noch 61% im Akku und jetzt probieren wir es nochmal, ob ich die Ladesäule zum Laufen bringe. Wir machen es diesmal anders. Ich schalte zuerst frei und halte dann den Stecker möglichst lange fest, weil mir hat ein Zuschauer jetzt gesagt, dass da wohl mit dem MG so ein paar Probleme entstehen mit dem Ladesäulenanbieter. So, ich halte jetzt fest und dann gucken wir mal, ob das was hilft. Also verriegelt hat er bisher noch nicht. Normalerweise würde ich jetzt schon längst loslassen, aber ich halte noch mal fest. Aber irgendwie tut sich nichts. Obwohl ich festhalte. Ja, ich kann ja jetzt nicht ewig festhalten. Das ist bestimmt schon eine Fehlermeldung da. Wir gucken noch mal, was jetzt die Säule anzeigt. Oder Leder. Nee. Aber das, Leute, er hat scheinbar hier. Nee, das ist noch vom Vordermann wahrscheinlich. Also das hat jetzt nicht funktioniert. Muss es noch mal probieren. Ich stecke jetzt einfach noch mal neu ein. Er wartet ja noch drauf, dass ich einstecke. Vielleicht ja dann. Nee, er verriegelt nicht. Jetzt hat er verriegelt. Jetzt hat er verriegelt. Mal sehen, ob er jetzt mit dem Laden anfängt. Tatsächlich, so lange muss man das halten. Ich habe jetzt einfach nochmal neu rausgesteckt, nochmal neu eingesteckt und jetzt, hat er wieder irgendwas verriegelt. Ich halte nochmal. Das ist ja ein merkwürdiges Verhalten. Also sowas hatte ich ja überhaupt noch nicht. Ich lasse mal los. Mal gucken, ob er lädt. Nee, aber jetzt zeigt er die 60%, also die Kommunikation scheint schon mal aufgebaut gewesen zu sein. Also stopp, er sagt, ich soll einen Stecker wieder rausnehmen. Ich verstehe es nicht. So, jetzt habe ich nochmal umgeparkt. Also ich nehme das Auto schon ein bisschen als eine Ladezicke wahr. Aber er fängt hier scheinbar, jawohl, er fängt hier an zu laden. Ich glaube, ich kann loslassen jetzt. Ich warte aber noch, jawohl, jetzt zeigt er Leistung an.
Na Gott sei Dank. Jetzt laden wir, Leute. Wir sind mit 60% angekommen. Passt. Aber da muss man sich erst mal dran gewöhnen. Das ist ein bisschen ein ungewöhnliches Verhalten, was der MG4 jetzt zumindest bei dem Ladesäulenanbieter hatte. Mit Allego, mit den Alpitronics-Säulen scheint er sich ein bisschen besser zu verstehen. Wobei es auch da lange dauert, bis er den Stecker verriegelt. Erstaunlich. So, wir sind bei 79%, laden jetzt noch mit 27 kW, ja, jetzt fällt er ab. Und da habt ihr es gesehen, hier seht ihr 80% und da hattet ihr die nachgeladene Menge. Okay, sind wir damit durch. Ja, das war dann also die etwas holprige Verbrauchsfahrt mit dem MG4. Ich denke aber, dass die Ergebnisse doch vergleichbar sind, weil es immer nur ein kurzer Abschnitt vor dem Tunnel war. Und da muss man eh langsam reinfahren, da geht es eh bergab, also das sollte passen. Kein großer Vorteil für den MG4. Ich gucke mir jetzt zu Hause natürlich noch die Zahlen im Detail an und deshalb geht es jetzt zu Hause im Büro weiter. Bevor wir jetzt aber zur Auswertung kommen, wie immer noch der Hinweis, wenn ihr euch die nachfolgenden Tabellen nochmal selbst anschauen wollt, auf der Internetseite breaking-elektro-news.de werdet ihr fündig, dort dann hier auf Bandindex klicken und wenn ihr dann die Werbung weggeklickt habt, dann kommt ihr auf die Seite, klickt auf den Bibo und dann öffnet sich schon die Haupttabelle und da findet ihr dann Links zu den weiterführenden Tabellen. Ja, und hier haben wir dann auch schon die Auswertung. Es werden immer zwei Runden gefahren, a 59 Kilometer mit über 500 Aufstiegsmetern. Wenn ihr also normalerweise auf flachen Autobahnabschnitten unterwegs seid, dann werdet ihr geringere Verbräuche erzielen. Das sollte man immer im Hinterkopf behalten. Montiert waren Continental Premium Kontakt C in der Größe 215/50R17 als Bereifung. In der ersten Runde hatten wir einen Schnitt, wie gesagt, da fehlt ein bisschen was in der App, weil ich die da ausgemacht bzw. pausiert habe, einen Schnitt von 94 km/h, das hat 36,49 laut der aufgezeichneten Zeit gedauert, 10,2 Kilowattstunden haben wir laut Ladesäule verbraucht, ergibt auf 100 Kilometer einen Verbrauch von 17,29 Kilometer. Auf der 130er Runde haben wir laut etwas verkürzter App-Aufzeichnung 115,8 km/h, 29 Minuten 15 hat es gedauert demnach. 15,0 war die Anzeige laut Ladesäule. Dann habe ich noch, ich glaube, 28 Sekunden oben drauf gezählt, die er noch so mit rund 30 kW geladen hat. Ergibt dann 15,2 Kilowattstunden, haben wir einen Durchschnitt von 25,76 laut Ladesäule. Ich habe hier hinten das auch mit der App nochmal mit dazugenommen, damit es auch jeder weiß. Wir haben dann noch die Verbräuche laut Bordcomputer, haben wir 16,2, 23,3. Und das ergibt dann einen Schnitt auf 100 Kilometer, beide Werte hochgerechnet, von 19,75 laut Bordcomputer und 21,53 Kilowattstunden auf 100 Kilometern laut Ladesäulen. Das ist also der Verbrauch, den wir da ermittelt haben. Und das ist jetzt für ein Kompakt-Elektroauto, ja, nicht wirklich berauschend. Wir gucken uns mal an, was das Ganze in der Gesamttabelle bedeutet. Da führt weiterhin unangefochten der Hyundai IONIQ 6 mit 14,72 Kilowattstunden bei dem Test. Und der Hyundai IONIQ Classic, der folgt dann schon mit 14,98 Kilowattstunden. Also eins der ersten Elektroautos, der massentauglichen Elektroautos, ist immer noch auf dem zweiten Platz auf dem Treppchen. Es ist der Wahnsinn. Also in Sachen Effizienz hat Hyundai das raus in meinen Augen. Ich weiß nicht, wie eure Erfahrungen sind. Könnt ihr auch nochmal unter das Video schreiben. Und jetzt scrollen wir mal runter, bis wir zum MG4 kommen. Und wir müssen schon ein bisschen scrollen. Nissan Leaf E-Plus war effizienter, VW ID.3 war effizienter. Hier ist er dann auf Platz 36. Sogar noch hinterm Kia EV6 RWD, der ja ein großes SUV ist. Also 21,53 Kilowattstunden. Das ist jetzt noch im Rahmen, würde ich mal sagen. Aber in Sachen Effizienz, das zeigen die Erfahrungen der letzten Jahre mit MG-Fahrzeugen, da hat MG noch Luft nach oben. In meinen Augen müssen sie da noch dran arbeiten, um mit der Konkurrenz mitzuhalten. Vielleicht mit zukünftigen Plattformen, mit der aktuellen Plattform des MG4 scheinen jetzt nicht die allereffizientesten Verbräuche möglich zu sein. Ja, das war dann der Verbrauchstest vom MG4. So richtig überrascht mich das Ergebnis nicht, weil, wie schon erwähnt, die MG-Fahrzeuge sind jetzt in meinen Tests nicht als die effizientesten aufgefallen. Ja, also richtig begeistern tut mich der Verbrauch nicht. Ich hätte mir da schon was um die 20 Kilowattstunden vorgestellt. Es ist natürlich noch die Frage, wie schnell er lädt und wie schnell dann tatsächlich auf Langstrecke man mit dem Auto unterwegs sein kann. Das gibt es dann als Antwort im nächsten Video. Da kommt dann das Ladekurvenvideo. Ihr könnt ja nochmal unter das Video schreiben, was ihr von dem Ergebnis haltet und auch, ob ihr glaubt, dass das so in Ordnung war, wie ich es gemacht habe. Ich bin der Überzeugung, das ist ein brauchbarer Wert, den ich ermittelt habe und auch ein vergleichbarer Wert zu den anderen Verbrauchstests, die ich auf der Strecke gefahren habe. Gut, das war's dann für das Video. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen oder Kritik, wie immer unten gerne in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da und ein Abo ist wohl obligatorisch, sonst verpasst ihr das nächste Video.